Nico O, The One Hand Gamer. Name ist Programm. Genau. Wenn ihr ein richtig. So, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend und einen wunderschönen guten Tag. Nein, zwar nicht in der Reihenfolge, aber trotzdem schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wieder hier beim Let's Play Skyrim mit The One Hand Gamer. Das ist meine Wenigkeit. So, und das wollte ich jetzt nochmal kurz hier kurz pausieren. Damit ich denen dann nicht zwischenquatsche und die mir nicht zwischenquatschen. So, wir machen aber dann direkt mal weiter und gehen dann runter zu Kotlak, denn Aiela hat uns ja erzählt, dass er uns was zu sagen hat oder wie auch immer. Gucken wir mal, was da jetzt so abgeht. Irgendwie. So halt. Eines Tages, wenn ihr und ich Teil des Zirkels sind, können wir etwas daran ändern, wie die Dinge hier laufen. Ich glaube nicht, dass es im Zirkel so läuft. Sie kommandieren uns aber ständig herum. Junge Krieger sollten den älteren Kriegern zuhören. Sie haben nämlich überlebt. Ah ja, sehr gut. Ja. Ich sehe alles, höre alles und weiß alles. Puh. Ich frage mich immer noch, warum Skior euch überhaupt reingelassen hat. So, Kotlak. Drauf an hier. Komm, sag an. Was ist los? Was ist los hier, Kollege? Danke, dass ihr gekommen seid. Sehr gerne. Ihr wolltet mich sehen? Ja, Jüngling. Setzt euch. Achso, ich soll mich richtig setzen? Okay, warte mal. So. Wie ich höre, wart ihr in letzter Zeit sehr beschäftigt. Ja, Aiela und ich arbeiten daran, Skjors Tod zu rächen. Ich arbeite für die Ehre der Gefährten. Börschchen, ich weiß, was ihr getrieben habt. Natürlich geht es mich nichts an, was jeder Gefährte im Namen der Ehre tut. Aber diese Heimlichtuerei, sie steht einem Krieger eures Standes nicht zu Gesicht. Alea weiß das. Und ihr solltet es auch. Ich habe jedenfalls eine Aufgabe für euch. Kennt ihr schon die Geschichte, wie wir zu Werwölfen wurden? Skjor meinte, es sei der Segen Hirsine. Wilkas sagte, die alten Gefährten mit dem Fluch belegt waren. Das ist die alten Gefährten. Ich glaube, das nehmen wir mal. Den da. Ja, das klingt wie etwas, das er gesagt hätte. Wie in allen Glaubensfragen ist die Wirklichkeit jedoch komplizierter, als ein Gläubiger sie euch beschreiben würde. Oh Mann, ey. Und wie lautet die Wahrheit? Die Gefährten gibt es seit beinahe 5000 Jahren. Das Bestienblut ist erst seit ein paar hundert Jahren ein Problem. Einer meiner Vorgänger war ein guter, aber kurzsichtiger Mann. Er ging einen Handel mit den Hexen des Schluchtweiherzirkels ein. Wenn die Gefährten im Namen ihres Gebieters Fürst Hirsine auf die Jagd gehen würden, dann würden wir große Macht erhalten. Und sie sind zu Werwölfen geworden? Sie glaubten nicht, dass die Veränderung dauerhaft sein würde. Die Hexen boten eine Bezahlung an, wie alle anderen auch. Aber wir wurden betrogen. Mann, ey, das setzt man gerade zum Trinken an und schon muss man wieder hier reden. Aber ihr seid jetzt nicht mächtiger. Man sollte die Hexen zur Strecke bringen, um ihre graue Reihen ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Nö, wir bleiben mal etwas geschmeidiger, ne, und nehmen mal hier das Erste. Die Hexen haben selbstverständlich nicht gelogen. Aber es geht um mehr als nur um unsere Körper. Die Krankheit beeinflusst nämlich nicht nur unsere Körper. Sie dringt auch in den Geist ein. Nach dem Tod beansprucht Hirsine die Werwölfe für seine Jagdgründe. Für manche ist das Paradies. Sie wollen nichts anderes, als mit ihrem Herrn in alle Ewigkeit ihre Beute zu jagen. Und das ist ihr gutes Recht. Aber ich bin ein wahrer Nord. Mein Geist soll in Sovngarde zu Hause sein. Könnt ihr euch selbst heilen? Ich habe meinen Lebensabend damit verbracht, das herauszufinden. Und jetzt habe ich die Antwort gefunden. Die Magie der Hexen hält uns gefangen. Und nur sie kann uns wieder freigeben.
Sie werden uns nicht freiwillig helfen. Aber wir können uns ihre korrupten Kräfte mit Gewalt holen. Ich will, dass ihr sie sucht. Geht zu ihrem Hexenzirkel in der Wildnis. Streckt sie nieder, wie es ein wahrer Krieger der Wildnis tun würde. Und bringt mir ihre Köpfe, den Sitz ihrer Fähigkeiten. Damit können wir beginnen, Jahrhunderte der Unreinheit rückgängig zu machen. Soll ich das alleine machen? Diesmal habt ihr keinen Schildbruder. Doch Iskramors Geist wird euch begleiten, um die Ehre seines Vermächtnisses wiederherzustellen. Möge Talos euch leiten, mein Junge. Gut, okay, alles klar. Ich weiß schon, was auf uns zukommt. Und ich weiß, dass es nicht gerade sehr leicht sein wird. Oh, wir haben hier Bücher, guck mal. Was für ein Moment. Die lasse ich erstmal stehen. Wenn ich es nicht vergesse, wenn ich mich kurzzeitig dran erinnere, dann mal drum kümmern. So, Tür auf. Gut, wir haben jetzt kein Schild. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorgos, solange ich zurückdenke. Schildbruder zur Seite. Das macht aber nichts, denn wir haben ja noch. Richtig! Wie heißt sie noch? Lydia? Lydia? Ich glaube Lydia, ne? Unsere Huskarl-Dame. Die haben wir auch noch. Hab ich jetzt Huskarl gesagt? Warte mal. Ihr wisst aber schon, was ich meine, ne? Das wisst ihr ja. Gut. Da laufen wir mal ganz fix hin. Wir laufen mal kurz in unser Haus. Denn, da sitzt sie ja. Und wartet darauf, dass wir sie quasi mal mitnehmen. Und das wird jetzt heute der Fall sein. Als dem Alt-Meri-Bund ergaben, brachte er über uns alle. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, das war eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Fürchtet euch nicht. Ob Drache oder Riese, wir werden mit allen fertig. Wie sehen überhaupt meine Taschen aus? Die sehen bestimmt gut aus. 206 von 305. Ich glaube, ich habe aber das meiste. Ah, hier. Ja. Ja. Manchmal nicht so mal. So. Oh, vorbeigelaufen. So, wo bist du? Wo bist du? Da! Lydia! Ehre sei mit euch, mein Tane. Folgt mir. Ich brauche eure Geht Hilfe. Geht voran. Suppi, jetzt stürzen wir uns ins Getümmel und, gucken, ob wir das dann auch alles so gut überleben, wie wir denn auch. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ich weiß, wo wir hin müssen. Und, ich weiß, dass der Weg ein bisschen weit weg ist. Denn, warte mal, nee, das ist ja jetzt. Ach so! Ich dachte, wir müssen hier. Das ist gar nicht die Stelle. Ich Idiot. Warte mal. Gut, pass auf. Dann reisen wir mal hier hin. Oder nee, war okay. Ich hätte jetzt zwar auch zum Falkenring reisen können, aber da wäre dann wahrscheinlich eine neue Quest gestartet. Und ich muss hier mal kurz ruhen, pausieren. 10 Stunden. 10. Oh, 12. Hätte ich auch noch Falkenring quasi mit einer Kutsche reisen können. Allerdings wäre da, glaube ich, eine neue Questreihe gestartet und das wollte ich jetzt nicht unbedingt halt jetzt machen. Okay, so, jetzt ist wieder Tag. Und wir können jetzt. Wo bist du, Lydia? Da bist du. Sehr schön. Okay, mein Lager. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ups. Stehlen, Novize? Nee, das ist nicht gut. Stehlen wollen wir nicht. Noch nicht. Also zumindest nicht so. Oh, oh, oh. Maustaste. Nicht wegschwimmen. Das ist fein. Mein Pfeil ist weg. Ach, egal.
Egal. Ja, ich hatte gerade einen nervösen Mittelfinger. Einen ganz nervösen Mittelfinger. Oh. Bin ja mal ein bisschen rennen. Oh, da sind Wölfe. Viele. Warte mal. Da. Das machen wir mal eben. Oh, das sind aber sehr viele. 4 Stück. 6. Oh, und da kommen sie. Oh, und verdrückt. Und schon wieder. Sonst noch wir haben ein Ticket. Uiuiuiui. Das macht Spaß hier. Hua. Oh ja. Oh, der hier ist so ein Amne Dingens da am Start. Hat er verschluckt. Oh, nicht gut. Davon kriegt man Bauchweh. Einer ist da noch. Oh, was für ein geiles Bild. Ich glaube, ich muss gleich noch was an der Tastenbelegung machen. Denn hier mal drauf zu kommen, ich habe gedacht, so, das ist vielleicht ganz praktisch, brauche ich immer auf die Tastatur zu drücken. Aber, nee. Ich glaube, ohne ist besser. Widerspenstig das Pferdchen. Oh, Mann. Was war das denn jetzt gerade für eine Aktion hier? Krass, ey. Okay. Pferdefeld, Nordpfeil. Sorry, aber... Oh. Da ist noch wer am Leben. Kümmern wir uns mal eben drum. Boom. Jagdbogen, warte mal. 14, ja, wir haben 14, da ist er. Raff ich nicht, aber ist egal. Dietrich, wieder Brust kannst du behalten. Mammutzahn, wir haben Mammutzahn. Ich werd bekloppt, geil. Oh, wir haben Mammutzahn. Wie geil ist das denn, Alter? Ich dreh am Rad. Ziegenbein, Ziegenfell. Ich glaube, Ziegenfell kann man brauchen. Alter, Nordpfeil. Eisenpfeil nehmen wir auch mit.
Geil, jetzt kriege ich halt zu viel. Coole Sache. Hi Lydia. Bin kurz hier noch was plündern. Und dann können wir auch weiter... weiterlaufen. Banditen gesetzloser, jawohl. Halskette des schwachen Führers. Einhändige Angriffe verursachen 15% höheren Schaden. Hm. Brauche ich zwar nicht, aber nehme ich trotzdem mit. Man weiß ja nie. Was heißt, man weiß ja nie. Ich werde es verkaufen. So ist richtig. So, behärtes Eisenschild. Da muss ich mal kurz gucken. Eisenschild. Stahlschild 28. 25, okay, kannst du behalten. Und den Rest kannst du auch behalten. Gut. Oh, hier ist noch eine Bretonin. Totennachricht. Gleich mal lesen hier. Totennachricht. Sag an, was geht ab? Zu Bücher. Bücher, Toten. Da. Falls ihr das hier liest, bin ich vermutlich tot. Eine Gruppe Banditen hat mein Haus geplündert und mir fast alles, was ich besitze, genommen. Das Schlimmste ist, dass sie mir einen Anhänger, der seit vielen Generationen ein Familienerbstück ist, geraubt haben. Die meisten meiner Familie sind gestorben und der Anhänger war meine letzte Verbindung zu ihnen. Ich werde die Schurken verfolgen und meinen Anhänger zurückholen, auch wenn es meinen Tod bedeuten sollte. Ah, schade. Ah. Hättest du in den Brief geschrieben, wo der Rest deiner Familie... Hast du gesagt, ist fast tot? Fast alle tot, also es leben noch welche. Hätte sie geschrieben, wo die sind, dann wäre ich da jetzt hingereist. Hingereist, heißt das so? Also wäre ich dann quasi doch hingereist, ne? Ich habe keine Ahnung. Wäre ich sozusagen hingegangen. Tada! Oh. Und hätte, ein Skelett. Wenn hier ein Skelett ist, dann ist ein Zauberer nicht sehr weit weg. Hey. Lydia, was geht ab? Kriegst das? Bitte sag mir, dass du hier mit Bogen und so weiter bist. Eisenschild, Knochenmehl. Nö, ja, das waren hier echt nur Skelette. Cool. Okay. Ja, wie gesagt, also ich hätte dann den Anhänger zurückgegeben, sozusagen. Ne? Und dann hätte ich vielleicht noch eine Belohnung kassiert. Und natürlich auch die traurige Nachricht, dass da die Frau, wer auch immer sie war, gestorben ist. Aber gut. Es soll nicht so sein, also lassen wir das. Ein Hase. Ein Fuchs. Muss jetzt hier tierisch aufpassen, nicht, dass hier noch irgendwie was Größeres auftaucht. Ich häng fest. Oh, Krabbe. Krabbe. Pfeile wieder. Oh, ich glaube, ich muss hier rauf. Warte mal. Mal kurz Karte gucken. Ach, das ist ja noch ein ganzes Stück. Shit, ey. Okay, dann gucken wir mal kurz, ob es hier irgendwas zu holen gibt und dann reisen wir auch sozusagen weiter. Wir reisen sozusagen weiter, bis sie Bescheid waren. Ja, da. Ist das aber eine Überraschung? Oh, Lydia, das war jetzt echt knapp. Alter Schwede. So, Dietrich Gold, Nordpfeil, den Rest kannst du behalten. Ist da jemand? Komm raus, wo immer du bist. Ah!
Mietstein, Mordpfeil. Ja. Jetzt bezahlt ihr. Finger. So, jetzt aber. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Ja, komm runter. Komm runter, Hübsche. Das war's. Das war's. Arbeit ist vollbracht. Gold, Nordpfeil, Langbogen, Eispfeil. Sehr schön. So, jetzt hätte ich die Kerze von Himmelsrand. Auch mitnehmen. Kennen wir nämlich noch gar nicht. Der Titel an sich sagt mir auch gar nichts. So, hier haben wir noch eine Truhe. Gold. Kleine Heilung. Oi. Oi, 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 oi. Aber die sind schwer, ne? Rüstung 14. Die sind ein bisschen schwerer. Bekleidung. Bekleidung. Kaiserlicher Helm. 14. Und die hat auch 14. 45 Gewicht 1 Kilo. Boah. Mitnehmen. Okay. Oh. So. Damit sind wir hier durch. Und. Oh. Weiter geht's. Oh, und ich würde sagen, ja, die Folge ist nämlich jetzt auch schon vorbei, sehe ich gerade. Stopp. Zurücksetzen. Das heißt also, ihr folgt dann gleich der zweite Teil der Hexenjagd. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und schaut auch dann in der nächsten Folge wieder rein. Wir sehen uns. Tschüss.